Alles im Leben von Beatrice Egli steht derzeit unter dem Motto Neuanfang. Die Sängerin startet mit ihrem Album Balance beruflich neu durch. Im Podcast Assenheimers Promi Talk auf dem SWR 4 spricht Beatrice Egli Klartext und verrät, warum sie ihr langjähriges, komplettes Team ausgetauscht hat. Die Schlagersängerin hat sich entschieden, neue Wege zu gehen und dafür viele ihrer langjährigen Wegbegleiter zu entlassen. Anfang des Jahres teilte Beatrice Egli ihrem Team mit, dass sie sich beruflich von den meisten verabschieden müsse. Die größte Schwierigkeit war, sich emotional zu lösen, für beide Seiten, berichtet die Sängerin im Podcast. Doch für die Sängerin ging es so nicht mehr weiter. Never change a winning team. Und ja, wir waren ein Gewinnerteam. Wir haben große Erfolge gehabt. Es gab keinen Grund, das Team zu wechseln, verrät Beatrice Egli ihren Gedankengang, ihre Mitarbeiter zu feuern. Und weiter, in meinem Leben habe ich noch nie etwas aus Erfolgszwang oder für Erfolg gemacht. Ich habe alles aus dem Herzen entschieden, was ich getan habe. Als Grund für ihre Entscheidung nennt Beatrice Egli die Pandemie und dass sie aus dieser Phase anders herausgekommen sei, mit dem Wunsch, mit ihrer Musik neu anzufangen, freier zu sein. Und jetzt spüre sie wieder ein Pulsieren und eine Neugier. Dabei will sie sich selbst wieder näher und neu kennenlernen. Raum dafür wollte die Schlagersängerin durch ein neues Team schaffen. Wichtig war Beatrice Egli zu betonen, dass dies nichts mit den Menschen an sich zu tun habe, die mit ihr zusammengearbeitet haben und nun andere Wege gehen. Dennoch ist die Sängerin dankbar für die 10 Jahre. Ich bin dank ihnen auch heute die Person, die ich bin und habe so viele musikalische Erfolge und doch war es mir wichtig, etwas Neues zu entdecken. Die Musik ist meine erste Liebe gewesen und größte Liebe und ich wollte wirklich einfach dem nochmal Raum geben und Raum bedeutet auch, mit anderen Menschen das zu teilen. Die Entscheidung fiel Beatrice Egli nicht leicht und es hatte nichts damit zu tun, dass es nicht gut war. Es war eher die Lust, aus den bekannten Mustern auszubrechen und das eben mit neuen Leuten an ihrer Seite. Zu einigen alten Kollegen hat Beatrice Egli immer noch Kontakt und diese sind dankbar für die 10-jährige Zusammenarbeit und dafür, dass sie die Sängerin jetzt von außen beobachten können. Andere sind traurig und haben den Kontakt zu Beatrice nicht nur beruflich abgebrochen.